Hi Freunde, willkommen zurück hier bei Agres Zero. Bei unserem drittletzten Kampf, bevor, oh nein, ein Surprise Fight, bevor wir wieder zu einem Event kommen und vielleicht ich hab vergessen, wie er heißt, den rothaarigen Typen. Vashtor heißt er, glaube ich. Ja, und bevor wir wieder zu einem Event kommen und vielleicht auf Vashtor treffen, mal schauen. Oder ist mit Vashtor irgendwas passiert? Ehrlich gesagt habe ich komplett vergessen, was mit diesem Typen geschehen ist. Ich weiß, wir haben schon mal gegen ihn gekämpft, aber wie das für ihn ausgegangen ist, ich weiß noch, dass wir dann irgendwie ganz komisch in der Ecke lagen und dass er sich daraufhin komplett verwandelt hat, aber was danach passiert ist, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ne? Das ist das, was ich damit sagen wollte. Dass ich absolut gar keine Ahnung habe, was mit diesem Typen los ist. Vielleicht ist er ja da. Vielleicht müssen wir gleich noch gegen ihn kämpfen, aber ich vielleicht auch nicht. So, Stardust. Und gleich noch einen dritten Stardust hinterher. So, Stardust Nummer 3. Dazu kannst du noch einen kleinen Deadly Blow und ein... Nein, wir machen das anders. Wir machen Burst Hit mit Power Attack. Das müsste eigentlich reichen. Power Burst. Sehr gut. Und es hat gereicht. Gut, als nächstes machst du Burst Hit Deadly Blow. Du bist ein bisschen schwächer als Leonis, deswegen. Ja, hat nicht ganz gereicht, sage ich ja. Das, da muss man dann mal ganz gut gucken. Gut, also als nächstes du Rapid Move, muss aber reichen. Ja, reicht auch. Gut, dann haben wir eigentlich nur noch die Aufgabe. Blizzard, Vanishing Strike, Trick Hit, Double Edge mit einem Bursted Power Attack. Diesen Troll da drüben fertig zu machen, was aber wahrscheinlich nicht richtig funktionieren wird. Ich würde es mir wünschen, aber... Ja, nein, können wir vergessen. Sie kommt nicht ran. Du hast keine Punkte mehr. Du kommst auch nicht ran. Nein, genau eins zu wenig. Du hast auch keine Punkte mehr. Power Attack, ja. Du hast noch Punkte, aber die hebe ich mal auf. Weil alleine kriegt er das nicht hin, den jetzt K.O. zu schlagen. Wir machen das mal so. Sie kommt da oben hin. Dann kommt sie dahin, er kommt dahin, du hier runter und du hier runter und du verbindest dich so. Bist zwar komisch gedreht, aber was kostet die Welt? Und jetzt zeigen wir dem, was wir so cooles... Ja, ich mach schon wieder Bürste, dann steht mit hier am Pack. Ich weiß doch, ich bin manchmal ein bisschen verwirrt. Ja, reicht. Reicht locker. War Crush. Zieht ein Viertel ab. Cross Edge, Pile Bunker. Burst Hit. Hat doch nicht gereicht. Hätte ich nicht gedacht. Na, mach es Kenshin Shower. Das muss aber reichen. Ja. So, das war der drittletzte Kampf. Gegen drei fette Monster. Und jetzt kriegen wir ein paar Items: Deductive Crest. Wir bekommen einmal Tornado, einmal Hinokakutsuki. Ja, Hinokakutsuki. Und jetzt Loneliness. Einsamkeit. Auch wenn die Gegner hier nicht wirklich einsam aussehen, so zu siebt ist man nicht wirklich einsam. Also finde ich persönlich. Ich bin zu siebt selten einsam. Gut. Wir haben die drei da drüben. Nina, zurück! Die können doch schon mal ganz gut von einem Stardust hingerichtet werden. Ja, sehr gut. Als nächstes würde ich empfehlen, hier einmal Dana rüber zu schicken.
Ja, genau so. Na toll, das ist jetzt echt geil. Die Phantome oder was es auch immer sind, die Wraiths sind, wenn sie angeschwächt sind, unempfindlich gegen Magie und die Master Skelette sind unempfindlich gegen normale Angriffe. Das ist nicht so cool. Dann müssen wir die jetzt hier mit einem Stardust wegklopfen. Du hast aber noch einen. Ja, du hast noch einen. Kannst du hier oben nochmal reinjagen. Und dann... Kannst du hier reinjagen? Ach, nicht Impuls. Stardust? Funktioniert genauso schlecht. Wir warten mal ab. Wir warten einfach mal ab. Jo, wenn du dich drehst, ist alles noch gut? Ja, dann dreh du dich einfach mal Sonic Wave Blast mit einem Rapid Move. Wir werden sehen, wie weit das hilft. Sonic Wave sah gerade echt gut aus. Aber du hast keine Punkte mehr. Okay. Eugene. Sonic Wave hat ziemlich viel abgezogen. Oder ich habe mich verguckt. Machen wir Double Edge. Verbindungen sind trotzdem noch alle da. Das gibt's doch nicht. Mach den doch mal weg. Dankeschön. Gut, dann kann Eugene noch mit nach da oben gehen. Und... Ja. Ja, das müsste eigentlich alles sein, oder? Wir schicken den, nein. Wenn wir den so ranholen, so sieht das schon besser aus. Aber das ist... auch nicht so das, was ich unbedingt will, wenn er da steht. Wenn er da steht, wäre das auch nicht wirklich Besseres. Ich muss Dana auf jeden Fall da lassen. Na dann machen wir das halt. Delta Attack, Power Attack, Double Edge. Müssen wir halt so machen. Geht nicht anders. Ja. Deadly Blow. Weg mit dem. So, Pause. Du kommst nicht ran. Du kommst da sehr gut ran. So, jetzt machen wir Stardust auf die. Bleibt eh nichts anderes übrig. Und nun musst du da nach vorne rücken und machst den. Und das müsste es gewesen sein. Ja, das war's auch. Ja, das hat doch gut geklappt. Das hat sehr gut geklappt. Wir machen mal mehr Vitalität. Und der letzte Kampf vor dem Event, Fate. Na, schon wieder so eine Kombo. Diesmal einer weniger. So, diesmal machen wir nur den hier, den hier, den hier, den hier, den hier und den hier. Ich finde den wieder nicht so gut, wie ich es gerne wollte. Naja, machen wir mal die hier unten weg. Ehrlich? Toll. Machen wir mal die hier drüben weg. Ah, dann bist du aber auch nicht mehr verbunden. Das ist doch kacke hier. Dass die hier nie ihre... Toll. Kannst du nicht mal stehen bleiben? Du bist doch eine Magierin. Oh. Cool. Als Magierin muss man doch flexibel mit der Platzwahl sein. Ja, mach Stardust auf den. Nein, mach das nicht. Ich spar wieder. Jetzt machst du den hier. Und triffst sogar den da hinten mit. Sehr interessant. So, den muss jetzt Calvina angreifen mit einem schönen Blizzard. Stone Shower würde auch gehen.
nützt aber genauso wenig. Ernsthaft. So. Jetzt hier oben. Vielleicht stehst du dann besser. Ja, tust du. Sehr gut. So, ja. Den treffen wir schon wieder nicht mehr. Doof gelaufen. Aber nicht zu ändern. Du hast noch 10. Das heißt, den kannst du vielleicht mit dem Impuls wegklopfen. Hat nicht gereicht. Natürlich. Warum auch? Gut. Dann mach du. Du hast nichts mehr, was du machen könntest. Wir haben alle keine... Doch, du hast noch. Aber du hast nur... Es wird nichts. Kann man vergessen. Wir kriegen den einen Skelettkrieger nicht weg. Wir haben nichts, mit dem wir den angreifen könnten. So von wegen Magie. Wir hätten hier Dark Flame, aber der ist... Ich kann es probieren. Ich kann es gleich probieren, aber... Sinnlos ist es trotzdem. Ja, dann machen wir hier mal Dana, die da nach oben geht. Ja, trifft wenigstens den Dämon noch mit. Der Wraith ist schon mal weg. Jetzt können wir Eugene hier rüber ordern und machen das hier. Und machen den zweiten Dämonen weg. Ne, den ersten Dämonen, es waren ja nur zwei. So, die Hälfte ist schon mal down. Aber das hier wird uns nichts bringen. Doch! Dinge, mit denen ich so nicht rechnen würde. Kommt da, nein. Wir brauchen trotzdem nicht mehr Runde. Ah, er kommt noch an. Er kommt noch an, er kommt noch an. Machen wir den hier. Und... Ne, du triffst da den zweiten nicht mit, wie es aussieht. Deadly Blow. Ja, machen wir wieder das Standardprozedere. Müsste funktionieren. Ich nehme an, der fällt nicht tot um. Okay. Schade. Du Rapid Move. Na, du bist es, die hier alles zusammenhält. Das können wir nicht machen. Doch, das können wir machen. Weil wenn du den da tötest, können Calvina und Leonis da drüben diesen Dämon auseinandernehmen. Die hält doch nicht alles zusammen. Ich habe mich getäuscht. Eins. Doch, eins, zwei, drei, vier... 5. Muss reichen. Wenn nicht, ist doof. Doch, der reicht schon alleine. Sehr gut. Schau, Dämon. Ja, da dachte ich, es funktioniert nicht, aber es hat doch funktioniert. Äußerst zufriedenstellend. Gut, das waren die kleinen Kämpfe und jetzt Contradictory Summit. Ich bin mal gespannt, auf wen wir jetzt treffen werden. Ob es noch ein neuer Gegner wird oder ob es einfach nur gelabert wird. Ja, hari, anata mo. Also doch, Washdor. Bastard-sama, me o samaste kudasai! Kisama-koso. 目を覚ますがよい。戦いを終わらせたくば、サマリル様に従うのだ。この戦い、貴様らに勝ち目はない。受け入れよ。闇よ。闇は光とは違い。何者をも等しく包み込む。そう。真の救済は闇の中でしか得られんのだ。本当に心を失ってしまったのですか？ 何もかも、心まで闇に染まってしまったのですか？闇の力になど屈せず、昔の本当のあなたを取り戻してください！屈したのではない。受け入れたのだ。闇こそが正義と知ったゆえにな。無抵抗のものを手にかける。そのどこに正義があるのです！ 他を虐げてでも自らの欲望を満たそうとする、そのどこに！この程度のことで感情的になるとは、なんと脆いのだ。やはり貴様を見限ったのは間違いではなかった。
そのことを今確信した。生徒は戦うことを放棄し、光の中で怠惰に過ごす貴様らこそ世界を滅ぼす元凶だ。戦い勝ち得ず手に入れられるものにどれほどの価値があろう。くだらぬ御託はよい。剣を抜け。時間の無駄だ。どうした、剣を抜かぬのか。昔日の面影に寄り添い今この時を見られぬとは愚かな。その程度の覚悟でここまで来たのか。父の命と引き換えに手に入れたその剣を振るうこともせず、座して死を待つのか。ならば死ね。あなたの中に広がる闇は簡単に拭えるものではない。だが楔を打つことはできる。この剣であなたの心に救う闇を今この剣で断ち切る。どこまでも愚かな。なんという堕弱な精神。そのような剣ではジークハイトは愚か。この俺を超えることなどできぬ。希望すら与えず慈悲などかけず、今一刀のもとに貴様を葬ってやろう。Also doch, Vashtor, das hatte ich mir doch gedacht. Na gut, ich würde sagen, wir legen mal los. Mal gucken, ob unsere Taktik wie immer funktioniert. Was ist das denn jetzt? Einfach nur ein Gurk. Okay, ein simpler Gurk und Vashtor mit 115.000, Level 75. Und wir sind Level 65, das ist 10 Level über. Da, nur 9 Level. Ja, wenigstens was. Ja, das wird spannend, würde ich sagen. Wir fangen mal an. Sie kommt hier hoch. Sie kommt dahin. Er, okay, das geht schon mal nicht. Wir müssen wieder um Calvina rum. Da Calvina aber maximal dahin kommt und nicht dahin, muss sie also einen nach vorne. Sie wird dahin gesetzt. Du kommst hier rüber. Du stehst da komplett doof. Das muss ich ganz ehrlich mal sagen. Oh, sind schon alle verbunden. Okay, alles klar. Die Sache ist aber, ich hätte Gedana gerne ein bisschen weiter nach vorne. Und es funktioniert trotzdem. Ja. Der Typ geht auf Auslets ab. So, zweite Girl. Die Sache ist, wir könnten jetzt natürlich den erstmal angreifen. Aber wenn der 10% auf alle Stats hat, das muss ich nicht unbedingt angreifen, wenn ich ganz ehrlich bin. Das muss ich nicht haben. Ich mach da lieber ein kleines Päuschen. Ich hätte jetzt eigentlich auf Leonis warten wollen, aber wie ihr seht, bevor er dran wäre, machen uns die wahrscheinlich erstmal die Hölle heiß. Dementsprechend werden wir einmal unser Bestes tun, um die schon mal auszuschalten. Deswegen fangen wir mal an mit einer Ascension Shower, gefolgt von einem Shining Strike. Dann machen wir Power Attack mit Deadly Bloom und Meteor Impact. Dann folgt eine Power Attack mit Deadly Bloom, Blow, nicht Bloom, und Meteor Impact. Dann kommt Power Attack, nein, dann kommt Bursted mit einer Double Edge. Dann kommt Blizzard Stone Shower Double Edge. Rapid Move Blast. Rapid Move, Charge Blast, Critical Charge, Burst Hit, Impuls, Stardust. Kannst du noch? Eine Achter? Ja.
Ja, los geht's. Ja, den können wir nicht brechen. Das können wir vergessen. Das können wir vergessen. Der wird nicht gebrochen. Critical Charge. Burst Hit. Impuls. Stardust. Double Edge. Doch, jetzt ist er gebrochen, aber jetzt bringt er... Alter! 52.000! Willst du mich eigentlich verarschen? Ich kann mir nur vorstellen, dass wir... Ach nein. Ich wollte gerade sagen, dass wir diesen Kampf verlieren sollen. Aber... Der Typ ist da drüben gar nicht so stark, wie es mir scheint. Nein, das geht sogar. Es ist halbwegs in Ordnung. So, Bewegungsphase. Jetzt müssen wir uns wieder... ordentlich zentrieren. Das heißt, sie kommt dahin. Sie kommt dahin. Er bleibt dort stehen. Du kommst hier zurück. Du kommst hier zurück. Du kommst hier zurück. Ja. Nina, zuzuite! Gut, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit einem Heal für Eugene. Das hat er sich redlich verdient. Und dann Runde 2 auf Vashtor. Boah, der hat 118 SP. Der muss unbedingt weg. Der andere geht noch. Der hat nur 11 SP. AP haben sie beide ungefähr gleich. Wir müssen diesen Typen hier ausschalten. Und das macht man, wie ich gehört habe, am besten mit Stardust. Escension Show. Nein. Guck mal, was wir hier haben. Einen schönen Glam Flair. Warum kein Eternal Cross? SP needed 8250. Da unten steht's. Na gut, dann Glam Flare. Und Stuna? Nee, 50, ja. Dann machst du Gaia Attack. Du kannst aber Shining Strike, Insane Star Slash. Und Vriaya Torn. Ich hoffe, das reicht. Ansonsten, na, du kannst noch nichts. Dann mach du... Ach doch, du kannst. Arc Raid. Boah, ich weiß es nicht. Ja, machen wir Rising Buster. Stardust, Glam Flare, Gaia Attack, Insane Star Slash. Ja, reicht. Ciao, Vashtor. Mache es gut, Kollege. Und jetzt mache ich Pause. Der Typ muss zu uns kommen. Und ich wage es zu bezweifeln, dass er uns erwischt. Sag ich doch. Der kommt nicht ran. Da bin ich ganz gechillt. So, du bleibst... Nein, du kannst mal hier rüber gehen. Du kannst hier vor. Du gehst dahin. Du... Ah, nein. Das ist ganz schlecht. Nein, das ist auch ganz schlecht. Du musst dich so drehen. Du drehst dich... Na, komm schon. Du bleibst so. Du drehst dich so. Du kommst hier vor und drehst dich so. Und du bist... absolut unbrauchbar gerade. Dann musst du dich so drehen. Sieht komisch aus, aber... was kostet die Welt, ne? Erdnova? Hör mal auf damit, Rapid Stream. Lass das mal. Arc Ray. Grand Cross. Hey, hör mal auf damit. Rapid Stream, okay, der ist in Ordnung. Rapid Stream, ja, ist okay. Okay. Du kommst aber ran. Das Problem ist, zwei von uns sind jetzt blind. Dementsprechend könnten wir... Cure Grass. Shut the Sleep Poison, Paralyzes und Blinds. Gut. Cure Grass. Wenn wir blind sind, das muss ich nicht unbedingt haben. Und sie hat
genug Punkte, als dass wir das mal schnell aufheben könnten. Arigato! Jo, dann geht's rund. Power Attack. Bursted. Nein, ich mach schon wieder falsch. Meteor Impact. Deadly Blow. Bursted. Power Attack. Ja, nein, nein, wir brauchen die Power Attack. Lass es mal mit dem Bursted sein. Mach dazu lieber mal ein Raging Force. Und ein Cross Edge. Dazu gibt's ein Shining Strike. Power Attack. Deadly Blow. Meteor Impact, Bursted, Power Attack, Deadly, Flame, 32, ja, du, hä, warum kannst du das nicht? Begreife ich nicht, ist jetzt sogar 42 von 32 und hat exakt diese 100, aber gut, dann machst du halt das und Flame Edge und Rapid Move, dann machst du noch einen, ich übertreibe jetzt einfach mal ein bisschen, wir werden auf jeden Fall nicht alles brauchen, aber wenn wir es einmal haben, dann... Vor allem hier, Decimal Summon. Die beschwört echt die Viech. Warum? Charge Blast, Critical Charge. Vanishing Strike. Shadowing Sting. Warum nicht? Ah ja, du musst hinten bleiben. Ich erinnere mich. Darum nicht. Nein, du hast eigentlich... Nein, du hast nicht genug. Du brauchst 50. Und du kannst. Gaia Attack, Blizzard, Stone Shower, Trick It. Rapid Move, Sonic Wave, Rapid Move Blast, Double Edge. Ja, das war's. Sie hat nichts, was... Doch, Trick It, aber sie kommt ja nicht ran. Also, mal schauen, wie viel das abzieht. Vielleicht kriege ich ja noch ein... Oh nein, ich wollte gerade sagen, vielleicht kriege ich ja noch ein Achievement, was man bekommt, wenn man eine so und so hohe Summe von... von LP dem Gegner abzieht, aber... Da ich nicht mit dem Internet verbunden bin, ist das wahrscheinlich eher schlecht mit dem Achievement für mich. Das wird mir ja dann nicht gegönnt. Aber den können wir wenigstens overkillen. Ach, den hätten wir auch angreifen können, trotz seiner erhöhten Werte, wie ich gerade sehe. Seine Verteidigung ist nicht ganz so hoch wie die von Vashor. Blizzard, ja, 200.000. Das sieht doch schon mal gut aus. Ich frage mich, ob das Achievement würdig wäre. Hey. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Es war auf jeden Fall viel. Und das waren 4 Level. Das finde ich auch nicht schlecht. Nein, nicht das. Das. Und das. Und da kriegst du noch 2. Und du kriegst hier mehr und da mehr. Und du kriegst auch mal hier mehr und da mehr. So, sieht doch gut aus. Mensch, schöner Kampf. Hat ganz gut geklappt, würde ich sagen. Hätte ich nicht gedacht. Doch, eigentlich schon. Nase todome o sasane. Oku no mono o uragiri. Te ni kagete kita. Kono ore o. 憎いと思わんのか。憎しみで剣を振るうわけじゃない。それにその傷では長くないでしょう。甘いな。我らグルクを見くびらぬことだ。必ずや蘇り、後の災いとなろう。今とどめを刺さねば後悔することになるぞ。ならば 罪を償うその日まで生き抜いてください。私が生きている限り、あなたが何度現れようとも必ず倒します。そう、何度でも。この剣が
あなたの中にある闇を打ち砕くまで。急ぎましょう、レオン。彼女を追わないと。Das begreife ich nicht. Warum lässt er ihn ausgerechnet leben? So. Shinu koto sura dekinu no ka. Mohaya kokoro mo use. Sei mo. Shi mo. Onore no ishi de wa dou ni mo narazu. Ino mama. Tada no ayatsuri ningyou to nari hateru no mi. Warum ausgerechnet er? Die anderen waren doch auch seine Freunde. Shio yuru sareru hi ga kuru no daro ka. Okashita tsumi no tsugunai o. Kanau nara ba. Kono inochi to hikikai ni. Die Sache ist, wartet dort denn schon Mila auf uns? Das und viele weitere Dinge erfahren wir wohl erst in der nächsten Folge. Tja, Freunde, ich muss so einen geilen Cliffhanger einbauen, sonst guckt ihr ja nicht weiter. Ich weiß das ganz genau. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.